Nun müssen wir uns noch um einige Begriffe kümmern, die jetzt klarer definiert werden können, als in einer früheren Unterrichtseinheit bereits geschehen. Nämlich die Begriffe Gültigkeitsbereich und Lebensdauer von Variablen. Gültigkeitsbereich, dazu sagt man auch Scope. Der Gültigkeitsbereich einer Variablen ist zur Compile-Zeit relevant. Und zwar ist das der Block, die Blockanweisung, in dem die Variable definiert wird, sowie aller inneren Blöcke, und zwar nach der Stelle seiner Definition. Variablennamen müssen innerhalb eines Blocks und aller inneren Blöcke eindeutig sein. Und sie sind nur innerhalb ihres Gültigkeitsbereichs anwendbar. Der andere Begriff ist der Begriff der Lebensdauer. Wir werden uns das gleich nochmal an Beispielen anschauen. Die Lebensdauer einer Variablen ist jetzt zur Laufzeit relevant. Die Lebensdauer beginnt bei der Ausführung der Variablendefinition. Da wird halt entsprechend Speicherplatz reserviert. Und die Lebensdauer einer Variablen endet nach der vollständigen Abarbeitung des Blockes, in dem sie definiert wird. Beziehungsweise, wenn ich eine Funktion mit der Return-Anweisung verlasse. Und dann erfolgt entsprechend die Freigabe vom Speicherplatz. Beide Definitionen werden später noch erweitert, wenn wir uns mit Referenzdatentypen auseinandersetzen werden.